Auf dieses Video habe ich mich lange gefreut. Ich zeige euch eine Uhr, die ich nicht nur außergewöhnlich schön finde, sondern die auch noch eine für mich besondere Geschichte dahinter hat. Interessiert? Bleibt dran! Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute zeige ich dir eine Uhr, die ich nicht nur außergewöhnlich schön finde, sondern die auch noch eine sehr interessante Geschichte hat, finde ich zumindest. Es handelt sich hierbei um die, und jetzt setz dich am besten hin, nimm dir einen Kaffee, nimm dir etwas Zeit, der Name ist etwas länger. Es handelt sich um die Steinhardt Ocean 39 GMT Black Military Khaki. Ein echt langer Name und wie du hier sehen kannst, eine echt schöne Uhr. Ja, ich finde die Uhr nicht nur super interessant, das habe ich ja schon gesagt, auf die Details gehe ich im Video ein, sondern ich mag auch sehr die Geschichte hinter der Uhr, denn das ist nicht meine Uhr und die hat mir auch Steinhardt nicht zur Verfügung gestellt, das macht Steinhardt grundsätzlich nicht. Das ist eine Uhr von einem Zuschauer. Peter, schon lange ein Zuschauer meines Kanals, ist nicht nur selber Uhren interessiert, sondern ganz offensichtlich auch seine Söhne. Und das ist die Uhr von Peters Sohn Daniel, der mittlerweile selber ein regelmäßiger Zuschauer in meinem Kanal ist und was das für mich zu etwas Besonderem macht. Daniel ist noch relativ jung, er hat sich diese Uhr zu seiner Firmung gewünscht. Also wirklich, wir müssen uns um den Nachwuchs der Uhrenfans nicht wirklich Sorgen machen und besonders schön finde ich, die Firmung hat noch gar nicht stattgefunden. Daniel wartet noch auf die Uhr. Er darf sie noch nicht tragen, aber ich darf sie schon filmen. Ich darf sie vorstellen und mit euch teilen. Und das finde ich super klasse. Mega Props an Daniel. Echt super. Freut mich total, dass ich das machen durfte. Und jetzt schauen wir mal ein kleines bisschen näher rein und uns die Uhr genau an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 39 mm. Die Uhr hat eine Bandanstoßbreite von 20 mm. Und das schwarze DLC-beschichtete Gehäuse, einschließlich Glas und Boden, hat eine Höhe von 13 mm. Angetrieben wird die Uhr von einem Sellita SW330-2 in der Elaboré-Version und die Uhr ist limitiert auf 200 Stück. Sie wiegt 95 Gramm und hat auf der Vorderseite ein Saphirglas, welches auf der Innenseite zweifach entspiegelt ist, sowie eine Datumslupe, die auch tatsächlich vergrößert. Optisch bin ich nicht der Riesenfan von Datumslupen, aber mit nachlassender Sehkraft weiß ich die Funktion einer Datumslupe zunehmend mehr zu schätzen. Die Uhr ist bis 300 Meter wasserdicht und auf den Zeigern ist die Leuchtmasse BGW9 verbaut. Die Uhr ist in einem Stahlgehäuse verpackt, 316L mit DLC-Beschichtung schwarz. Schauen wir einmal, wie die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk sitzt, vielleicht auch 17,2. Corona war da nicht besonders großzügig zu mir, beziehungsweise meine eigene Faulheit. Zoomen wir mal ein bisschen rein, ich liebe meine neue Kamera. Und haben einen direkten Vergleich mit der 42 mm Larco, die im Vergleich zu der Steinhardt schon fast langweilig aussieht. Also die Steinhardt ist da das eindeutig aufregendere Modell. An meinem Handgelenk von, wie gesagt, 17 plus 1,2 mm Handgelenk sitzt die Uhr super. Also das ist wirklich eine Größe, mit der ich mich ausgesprochen wohlfühle. Im Allgemeinen fremdel ich etwas mit den Steinhardt-Gehäusen, aber dazu komme ich im Video noch, denn bei dieser Uhr ist es eigenartigerweise nicht der Fall. Ja, sie sitzt super. Sie ist aus allen Blickwinkeln gut ablesbar. Das war für mich eine gewisse Überraschung, denn mit den vielen Farbakzenten, grünes Schrägstrich Khaki Ziffernblatt, dem Schwarz, dem Gold, ist da schon sehr viel Abwechslung auf dem Blatt, was üblicherweise dazu führen könnte, dass die Uhr nicht so klar ablesbar ist, ist aber hier überhaupt nicht der Fall. Die Uhr ist wirklich super ablesbar.
Übrigens habe ich anfangs gedacht, dass ich irgendwie Schlieren oder Dreck auf der Lünette hätte, ist aber gar nicht der Fall. Die Lünette scheint eine Art schwarzes Camouflage-Muster zu haben. Das sieht auch auf den offiziellen Produktfotos von Steinhardt auf deren Webseite so aus. Die Lünette ist sehr griffig, dreht sauber und rastet mit 120 Klicks. Man kann das gleich sehen. Jetzt kann man sehen, sie rastet auf den Minutenindizes und genau einmal dazwischen. Und das Ganze sehr sauber mit einem schönen Klick. Die Lünette ist wunderbar griffig. Nicht zu scharfkantig, aber auch nicht zu rutschig. Der Widerstand ist optimal eingestellt. Man kann sie mit Handschuhen gut bedienen, ohne viel Kraftaufwand, aber sie verstellt sich auch nicht unabsichtlich. Auch wenn das hier im Video aufgrund der Aufnahmewinkel vielleicht etwas anders wirkt, die Lünette ist sehr gut ausgerichtet und passt sowohl auf der 12 als auch auf der 6 Uhr Position nach meinem Dafürhalten sehr gut. Bei Steinhardt ist das ja schon mal hin und wieder der Fall, dass die Lünette und oder auch die Zeiger nachjustiert werden müssen. Die Krone ist ebenfalls in einem Goldton gehalten, was ich klasse finde, setzt sich super von dem schwarzen Gehäuse ab. Das Gewinde ist sehr sauber, schraubt ohne zu knirschen, zu knarzen. Die Krone ist auch ausreichend groß und griffig, lässt sich mit Handschuhen sehr gut bedienen, sowohl beim Aufschrauben als auch beim Zuschrauben und passt hervorragend in das farbliche Gesamtkonzept der Uhr. Schauen wir uns einmal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Dafür muss ich warten, bis der jetzt stoppt. Da haben wir es. Jetzt stellen wir die Uhr ein, lassen den GMT-Zeiger auch gerne einmal ein Stückchen weiterlaufen, um zu sehen, wie der sich bewegt, denn der bewegt sich ja nur halb so schnell wie der Stundenzeiger. Jetzt gleich überholt der Stundenzeiger den GMT-Zeiger. Und dann lassen wir Stunden- und Minutenzeiger auf der 12 Uhr Position stehen und gucken uns an, wie die Zeiger gesetzt sind. Ja, ich finde, die Zeiger sind sehr gut gesetzt. Ich würde da überhaupt nichts beanstanden. Auch von der Seite sieht man den Stundenzeiger bis auf das Mercedes-Feld nicht großartig hervorstehen. Für mich wäre diese Zeiger vollkommen in Ordnung und ich hätte da überhaupt nichts dran auszusetzen und würde sie auch nicht zurückschicken. Natürlich müssen wir uns jetzt noch anschauen, wie es mit dem GMT-Zeiger ist, ob der auch gut gesetzt ist. Dafür drehen wir einfach die Zeit exakt eine Stunde weiter. Und auch der GMT-Zeiger passt für mich. Ich hätte da überhaupt nichts zu meckern und würde die Uhr genau so lassen, wie sie ist. Denn ich finde sie ausgesprochen gut und auch auf einem sehr hohen Level. Wenn man bedenkt, dass diese Uhr 610 Euro im Verkaufspreis kostet, mit der DLC-Beschichtung, mit einem Schweizer Uhrwerk, mit einem Schweizer GMT-Uhrwerk, Saphirglas, 300 Meter wasserdicht, finde ich einen mehr als fairen Preis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Freund von Goldelementen. Ich mag keine Golduhren, ich mag auch keine Bicolor-Uhren, aber diese Uhr hat mich echt abgeholt und ich mag diese Kombination vielleicht, weil auch ein bisschen Grün dabei ist oder das Schwarze, weil sie nicht so klassisch wirkt, wie Gold üblicherweise auf mich wirkt. Die Goldelemente auf der Lünette, die Goldumrandung der Zeiger sowie die Goldumrandung der Indizes, der goldene Schriftzug, alles das ist für mich extrem stimmig und zugleich auch sehr modern, sehr frisch und wie gesagt, eine Uhr, bei der mich das Gold in keiner Weise stört, finde ich super. Übrigens, meine Frau, als sie die Uhr gesehen hat, auch direkt gesagt, na, das ist ja mal eine klasse Uhr und hat sich quasi in die Uhr schockverliebt. Ich habe schon damit gerechnet, dass sie sagt, bestell mir eine. So weit ist die Liebe dann doch nicht gegangen. Aber es war ganz klar festzustellen, dass auch meine Frau von dieser Uhr wirklich sehr angetan ist. Und ich kann das nur bestätigen, ich finde die super. Ich finde sie von der Qualität her super. Bei Steinhardt gibt es gewisse Varianzen und diese Uhr ist
nach meinem Dafürhalten absolut fehlerfrei verarbeitet. Ich würde nichts beanstanden. Und ich wollte noch was zum Gehäuse sagen. Ich mag die normalerweise sehr flach gehaltenen Steinhardt-Gehäuse nicht so sehr. Ich habe es lieber, wenn sich ein Gehäuse ein kleines bisschen um den Arm schmiegt und die Hörner dann etwas nach unten gehen, sodass die Uhr etwas weicher auf dem Arm liegt. Aber bei dieser Uhr stört mich das komischerweise in keinster Weise, was vielleicht an der schwarzen Beschichtung liegt. Vielleicht auch daran, dass die Lünette nach außen abfällt, beziehungsweise die Seitenflanken sehr schmal wirken. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber bei dieser Uhr hat mich das überhaupt nicht gestört. Normalerweise ist das der entscheidende Grund, nicht einer von vielen, sondern der entscheidende Grund, weswegen ich die Uhren von Steinhardt nicht so oft trage. Und bei dieser Uhr ist es mir zwar aufgefallen, ich habe es erkannt, aber am Arm nicht so gefühlt. Ja, ganz interessant. Verbaut ist übrigens kein NATO-Band, wie man meinen könnte auf den ersten Blick, sondern es ist, meiner Meinung nach, ein Band, was üblicherweise als Seatbelt bezeichnet wird, also so ein Sicherheitsgurtband aus dem Auto. Es glänzt etwas, es ist ganz weich, sehr komfortabel zu tragen. Und das Glänzen des Grüns, finde ich, passt hervorragend zu dem Goldtönen auf dem Ziffernblatt. Also ich finde das sehr, sehr harmonisch gemacht. Und ich finde auch, es passt hervorragend zur Uhr. Am Arm ist es sowieso extrem komfortabel. Nach meiner Meinung viel komfortabler als ein NATO-Band, weil es weicher ist, also angenehm weich auf der Haut, und weil es auch dicker ist und die Uhr damit etwas stabiler in der Position bleibt und man auch etwas Band sieht und spürt. NATO-Bänder sind mir oft schlicht und ergreifend ein klein wenig zu dünn in der einzelnen Lage. Die Uhr ist aus jedem Blickwinkel gut ablesbar. Die Lupe, man mag sie nicht, man gewöhnt sich dran oder eben auch nicht. Im Nightshot gibt es da eine Sache zu berücksichtigen, das zeige ich euch aber gleich, wenn es auf den Nightshot geht. Ansonsten finde ich das eine sehr außergewöhnliche, moderne, frische Uhr. Und hier kann, glaube ich, auch niemand sagen, diese Uhr sieht aus wie. Ich kenne keine Uhr, die in einem solchen Farbkonzept und in dieser Art schon mal auf dem Markt gewesen ist. Falls ich da einen blinden Fleck habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall kenne ich keine Rolex, die so aussieht. Also hier zu sagen, es wäre ein Rolex-Klon, ist, glaube ich, komplett daneben. Das ist eine Uhr, die für mich sehr eigenständig ist und überhaupt nichts mit Ideen, Design oder sonst was Cloud zu tun hat. Klasse, ich finde die super. Und noch viel bemerkenswerter finde ich, dass sich die Jugend für solche Uhren entscheidet, eine mechanische Uhr und dann auch eine solch ausgefallene Uhr. Ich finde das super, ich freue mich da irrsinnig drüber und ich freue mich noch ein kleines bisschen mehr darüber, dass ich diese Uhr zeigen kann. Und ich glaube sogar, dass das erste Video auf YouTube zu dieser Uhr ist. Nochmal der Name, ihr habt ja Zeit mitgebracht, Steinhardt Ocean 39 GMT Black Military Khaki. Ich hoffe, ich muss das nicht allzu oft schreiben. Gesagt habe ich es jetzt zweimal, damit ist auch gut. Mir gefällt die Uhr super. Ich würde euch jetzt gerne noch einen Night Shot der Uhr zeigen. Da liegen drei Uhren auf dem Tisch. Alle drei sind von Peter. Peter, nochmal herzliches Dankeschön, dass ich deine Uhren filmen darf. Die anderen beiden kommen noch in Videos. Es geht um die linke. Ihr werdet sie erkennen. Das ist die mit dem langen Namen. Und gleich mache ich das Licht aus. Und dann werdet ihr erkennen, dass auch nur bei einer Uhr der Nightshot wirklich aussagekräftig ist. Und das ist tatsächlich die Steinhardt. Ihr könnt sie hier sehen. Wunderbar kräftig leuchtende Zeiger. Sowohl Stunde, Minute als auch die kleine Sekunde, als auch die Spitze des GMT-Zeigers. Die mit schwarzer Luminova belegten Indizes leuchten naturgemäß weniger stark, aber sie leuchten. Und ihr könnt sehen, der Minutenzeiger wirkt ein bisschen unterbrochen. Und das ist genau die Stelle, wo der Minutenzeiger unter der Datumslupe langläuft.
wahrscheinlich muss niemand um 10 nach 5 morgens die Zeit minutengenau ablesen, aber es wäre natürlich schön, wenn man es könnte. Mit der Lupe fällt das schwer, weil man nicht genau sehen kann, wo der Minutenzeiger auf die Minuterie trifft. Ja, ich freue mich auf eure Meinung, ich freue mich auf eure freundlichen Kommentare. Feiert die Uhr, es ist eine Uhr, die zu einer Feierlichkeit überreicht wird. Ich denke, sie hat es verdient, gefeiert zu werden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.